gerade Mittagspause? Ja. Bist du im Büro beschäftigt, oder? Was heißt hier du? Ach, ihr macht hier, ach, ja, ja, richtig. Ist dir das unangenehm, ja? Ja, natürlich. Natürlich? Ja, sicher. Warum? Das ist kein normaler Umgangston. Also, ich würde mit Sie angeredet werden, nicht? Bestehst du auch drauf? Natürlich. Mit Menschen auf der Straße einfach mit du anreden, das gehört sich offenbar nicht. Den Umgangston, den viele für den richtigen halten, hat Freiherr von Knigge in seinen Anstandsregeln festgeschrieben und die scheinen auch heute noch gültig zu sein. Als erstes, wenn Sie sich im betrunkenen Zustand duzen, gilt das im nüchternen Zustand nicht mehr. Ein Herr darf einer gleichaltrigen Dame nicht das Du anbieten. Liebespaare bilden selbstverständlich eine Ausnahme. Ist dir das unangenehm, wenn ich dich duze? Nee, gar nicht. Ist das jetzt schlimm, wenn ich dich duze? Nee, um Gottes Willen, nein, da habe ich irgendwie sogar angesprochen. Das Herrliche ist das. Dabei haben sich die Deutschen bis zum Mittelalter nur geduzt. Aber im 17. Jahrhundert kam dann das Bürgertum auf die distanzierende Sie-Anrede. An den Duz-Ursprüngen der deutschen Sprache halten heute nur noch die Universitäten fest. Ja, wie unangenehm ist dir das, Bernd Neumann, wenn ich dich duze? Auch das ist mir gar nicht angenehm. Ich wollte das alles sagen, machen wir das nochmal. Ja, war das eine freudsche Fehlleistung? Stellen Sie mal die Frage nochmal. Lassen Sie mal den Einstieg nochmal. Ja, okay, die Frage haben wir jetzt. Also ist das irgendwie doch belastet, wenn ich dich jetzt duze? Das ist eine der wenigen Fragen der letzten Jahre, die mich überrascht haben. Und deswegen die leichte Verwirrung. Ich muss mich dran gewöhnen. Aus welchem Grunde duzt du mich denn? Wir wollten mal gucken, wie du reagierst. Ach, ich muss sagen, mir ist es gar nicht so aufgefallen, da wir so intensiv ein Gespräch geführt haben. Alles klar?